So, wenn wir so hohen Besuch hier haben auf dem schönen Carrara-Weihnachtsmarkt, dann müssen wir natürlich ein paar Fragen stellen. Christian Lösel, wie läuft Weihnachten in Ingolstadt dieses Jahr? Also zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die daran teilnehmen, den Carrara-Weihnachtsmarkt hier mit organisieren, aber auch natürlich unten den Christkindlmarkt, hinten dann die Eislauffläche. Das ist ja nichts, was man sozusagen aus der hohlen Hand schüttelt, sondern das ist schon viel Arbeit. Und das Schöne ist, dass die Kinderaugen jetzt schon leuchten, das hat man gesehen. Ja, ich habe vom Herrn Jaud schon gehört, es gibt sogar ein eigenes Kinderprogramm. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was drüber, was das alles so ist. Also man kann es, glaube ich, von der Vielfalt her gar nicht fassen. Der Christkindlmarkt ist ja eher eigentlich ein Christkindlmarkt für die etwas älteren Kinder und vor allem dann die jungen Erwachsenen und dann für alle Erwachsenen. Es gibt natürlich dort auch ein Karussell beispielsweise, aber dann hinten am Paradeplatz ist die riesen Eislauffläche mit den entsprechenden Buden außenrum und das wird natürlich gerade von den jüngeren Leuten auch sehr gut genutzt. Ja, und dann gibt es hier ein Kulturzelt, wo im Kulturzelt dann eben alle möglichen Bastelangebote angeboten werden. Das heißt, man kann Untersetzer basteln mit bunten Steinen, man kann einen Ledergürtel imitieren mit alten Fahrradschläuchen, also Upcycling nennt man das heutzutage. Schon toll. Also ich bin der Meinung, wer so ein Weihnachtswunderland hier in Ingolstadt zaubert, hat natürlich eines verdient, lieber Christian, eine echte I Love Ingolstadt Weihnachtsmütze. Also wir hoffen, wir sehen sie mal bei dir und ja, vielen Dank für den tollen Weihnachtszauber und dir auch natürlich viel Spaß und fröhliche Weihnachten. Ich darf I Love Ingolstadt ganz herzlich für die Mütze danken, aber auch für die Reportage und für alles, was in Facebook immer auch veröffentlicht wird von euch. Herzlichen Dank.